6 Freunde sind in einem Zeitloch gefangen. Da Isabelle im Besitz des Amuletts ist und der Falke ihr ein Zeichen gegeben hat, glaubt sie bald, den Fluch des Falken lösen zu können. Als Branko ihr sogar die Falkenpfeife überlässt, platzt Isabelle fast vor Stolz. Doch sie ist unachtsam und der Falke gerät in die Hände der Hexe Silvana. Isabelle ist untröstlich und macht sich große Vorwürfe. Als die Jungs sich auf die Suche nach dem Falken machen wollen, will Isabelle sich ihnen anschließen.